Jo Freunde, was geht ab? Mein Name ist und willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Ja, Freunde, heute gibt es ein SP, Jungs, und zwar 1 bis 4, 93 plus Brasilien, Frankreich, Niederlande. Icon Pick SBW, wow. Gegen Furki, nach langer Zeit wieder. Was geht ab, Bruder? Moin, was geht, Freunde? Ich freue mich schon wieder am Start zu sein. Ihr seht auch aus einer anderen Zentrale. Eigentlich ist es immer noch der gleiche Ort, aber ich erkläre euch das nicht. Auf jeden Fall bin ich wieder froh, lange nichts mit Seko aufgenommen, ne? Seko, wie lange? 3 Wochen? 4 Wochen? Ich glaube sogar 4 oder ein bisschen länger. Manche haben auch geschrieben, beim Stream da auf wie Beef haben oder so. Nein, Jungs, er hat viel zu tun, ich habe viel zu tun. Und wir wollten das Video eigentlich vorgestern oder vor 2 Tagen aufnehmen, aber ich habe momentan Corona. Ja. Ansonsten, uns geht's gut. Wir haben gar keinen Streit, warum schreiben die sowas? Ach Bruder, ganz ehrlich, hättest du mal im Stream gesagt, dass wir Streit haben, dann hätte das Video hier heute mehr Klicks gemacht. Ja, Jungs. Ich meine, aber ja, das ist wir haben Beef, Jungs. Also, wir ziehen das Pick. 4 Spieler zur Auswahl. Furki kann dann eins auswählen, wie man will, und ich nehme den besten natürlich. Und wir haben bei Furki natürlich was auch was gedreht, checkt auf jeden Fall aus. Ich hab Quatsch gespielt, ich gehe rein und let's go. Und EA gönnt, Bruder, bisschen, ja, bisschen. Aber ich schwöre auf alles, ne, der ist zum 100. Mal gekommen. Das ist einmal der Rivaldo, Bruder, ja, aber ja. Ich habe Thierry Henry gezogen. Ist okay. Okay. Ja, ist okay, nehmen wir mit, das Starspiel, du kannst Rivaldo, Thierry Henry, Cafu oder Van Basten nehmen, wem du willst. Kann ich auch ganz verrückt machen? Du kannst so ganz verrückt machen, Punkt. Kann ich einfach Pelé reinstellen? Okay, Jungs, also, wir bauen die Teams, let's go. So, Jungs, da sind wir wieder, wir haben die Teams gebaut. Also, Rob Packlack, würde ich mal sagen, war auch gegen das kleines W für mich. Und ich halte mal rein, let's go. Also, Freunde, wir haben ja gesagt, ich stelle vorne in den Sturm Karim, sage ich schon. Pelé, Freunde. Passend dazu werde ich im rechten Flügel Marco Reus spielen, ja, da habe ich die 96er Karte damals gemacht und im ZM dazu Bellingham Team of the Season. Okay, ich habe Salah und Zidane aufgeschrieben, kannst du behalten, Bruder. Nice, auch ganz nice, entspannt nice. Hier. Dann halt ich mal rein. Dann kannst du mal gerne reinhalten. Okay, und zwar auf der rechten Seite gehen wir mit Cole, ja, das ist der Joe Cole, seine 92er Karte hier. Und ja, tatsächlich, keiner dachte, dass sie das Spiel gewinnen. Ja, Manchester United. Und ich habe den Eriksen auch gemacht. Und Eriksen. Krass, krass. Also ich bin ehrlich, ich habe das Spiel geschaut. Ich war auch ein bisschen schockiert. Ja, was für eine Bereitschaft ManU hatte, einfach zu kämpfen auf dem Platz. Das war schon sehr, sehr nice. Aber gut, Digga, ich habe halt auch Reus und Bellingham aufgeschrieben. Ich dachte mir so, wer weiß. Zufälle. Ja, warum also nicht? Die ersten 2 Spieler sind immer schwer, das kann man immer machen, vor allem bei Icon. Da hast du vollkommen recht. Und Manchester United ohne Harry Maguire und ohne Ronaldo. Eigentlich müssen wir bei den ersten 2 Karten, wenn die Icon-Star-Spieler, ist immer irgendeinen Tipp geben. Weil sonst, okay, wie willst du aufkommen? So, Freunde, 3 Namen haben wir am Start. LM, ST und linker ZM. Bin ich mal gespannt. Und zwar Kylian Mbappé, mein Freund, auf der linken Seite. Dann haben wir den noch ein Icon, können wir ja benutzen. Da habe ich den Ronaldinho. Super Karte. Sobald ich ihn halt finde, ja, da ist er doch, ne? Ronaldinho und. Moments Ronaldinho oder normal? Was heißt normal? Dings hier. Prime, okay. Prime. Also, Bruder, wer schon Mitte mittlerweile nimmt, ist schon Katastrophe. Deswegen, ich stell mal so, Prime ist so normal. Oder ich hatte Baby gerade, nein, Spaß. Und Chaubini habe ich noch. Okay, ich habe Ober, Pedri und Adam aufgeschrieben. Das heißt, du kannst da auch alle 3 behalten. Ja. Das Ding ist, ich sag dir ehrlich, ich weiß nicht, also bei mir, ich habe mich gerade verplappert. Könnte sein, dass du deswegen darauf kommst. Und zwar linker Schirmer Karim Benzema. Linker ZM, der aktuell vielleicht beste Mittelfeldspieler, Modric Team of the Season. Ja. Und linkes Mittelfeld Vinicius Team of the Season. Scheiße. Ich hab Kamavinga, Vinicius und Benzema. Ey, das war so dumm von mir, ne? Weil der Cutter muss das reinschneiden, weil es nicht dran ist, Leute. Ich habe einfach. Ach, Digga, scheiß drauf. Das war ja, Jungs, also. Ich habe mir eben überlegt, den spontan noch rauszunehmen, aber wäre auch scheiße gewesen. Ja. Keine Ahnung. Mach Bronzen Keeper im Sturm einfach. Ja. Das ist so ehrenlos, ne? Dass du sowas auch gnadenlos aussiehst. Oha, was soll ich machen, Digga, wenn du so lost bist? Ja, das stimmt auch, Digga. Da muss ich mir auch mal an die eigene Nase fassen. Ja, super. Und wir machen weiter die beiden Außenverteidiger. Aber du kennst nicht Jean-Claude Van Damme, der jetzt in den Sturm kommt. Jungs, die beiden Außenverteidiger, wer weiß, vielleicht snipe ich auch jemanden. Komm. Weiß ich jetzt nicht. Also, mein linker Verteidiger ist. Also, wenn du auf diese Sachen jetzt kommst, wäre das schon geisteskrank verrückt. Habe ich Pereira Shapeshifter. Und okay, als rechten Verteidiger habe ich Frimpong Team of the Season. Ich habe Lahm und Marcelo aufgeschrieben. Ja,
Es wäre auch krass gewesen, wenn du da auf den Namen gekommen wärst. Ja. Ich mach mal weiter. Was sind die nächsten beiden Namen? Okay, mein Freund. Was ist das für ein wunderschönes C? Und zwar auf der rechten Seite Livramento. Ja, vielleicht schaust du den, ja? Und Marcelo. Er sagt auch noch, vielleicht hast du den noch. Leute, ich hab noch nie, weiß nicht mal, wer das ist. Ja. Sandro und Cancelo habe ich auch geschrieben. Also Alexandro und Cancelo. Du sagst T, was für ein T, hä? C, Bruder, C. C wie C. Ich hab T verstanden. Naja. Hey, ich hab letztens einmal, ich hab beim Dings bei meinem Autohändler angerufen, ne? Ja. Und ich sollte buchstabieren bei meinem Nachnamen. Und da habe ich einfach gesagt, C wie Cancelo. Auch nicht schlecht. Seine Frau, die sagt so einfach, die hat dann das wie K ausgesprochen, weil Cancelo hört sich ja nach K an, weißt du? Ja, ja. Ich nach C. Oder warte, ich dachte mir, was bin ich eigentlich? Ich hab Lachfleisch bekommen einfach, ich schwöre. Dumm. Nicht schlecht, Jungs. Super Geschichte von Furki wieder mal. Wir machen mal weiter, vielleicht erzählt ihr uns doch eine Story gleich wieder. So, Freunde, drei Namen am Start, die letzten drei Positionen. Vielleicht treffe ich jetzt mal irgendwen. Hoffentlich. Stell mal vor, mein Keeper oder so. Varane, Walker und im Tor habe ich den Rea, Bruder. Koundé, mein Jan und Varane. Das heißt, Varane einmal weg, brauchst du Torwart 3. Ist dein rechter IV? Dein linker IV. Ah, okay. Das heißt, Pelé spielt dagegen einen Bronzetorwart. Das ist doch gut. Gut, da mache ich mal weiter. Ja. Mein linker Innenverteidiger ist Mario Gomez, Hero Shapeshifter. Mein rechter Innenverteidiger ist Maldini Moments. Und im Tor habe ich den guten Manuel Neuer. Okay, du hast sehr gut gemacht. Ich habe den Emre Can, Manuel Neuer und Mario Gomez aufgeschrieben. Aber keine Kacke jetzt. Ich schwöre auf alles, wirklich. Gomez, Jan, Neuer. Danke, Bruder. Also, auch jeweils Bronze-Innenverteidiger, Bronze-Torwart. Der Malini darf da spielen. Ja. Fickisch, richtig. Okay, dann lad mal ein. Ich mache hier die Bronze-Karte. Let's go. Kennst du eigentlich Tesco? Okay. Tesco. Let's go, Tesco. Digga, der hat damals Black Ops 3. Ich habe ihm immer zugeguckt. Ja, das ist nicht schlecht, was du hast. Oh! Super da. Schade, Marco. Weiter geht's. Nächste Aktion. Warte mal, Digga, guck mal, da hinten bist du. Trägst du eigentlich keine Brille, dass du dir nicht zustellst? Was ist denn das? Digga, einfach PD ist alleine auf Platz. So, einfach in der Mitte Training. Bruder, nicht mal, so frei bin ich nicht mal, wenn ich mit dir auf den Platz gehe und du flankst. Ronaldinho. Maldini, glaubst du ja wohl selber. Ey, warte mal. Ronaldinho und Maldini haben aber ja zumal zusammen gespielt, oder? Wie gut ist aber Bellingham? Van Damme! Van Damme! Jean-Claude Van Damme 2:0. Oh, Jean-Claude Van Damme. Vinicius. Vinicius Junior. Marco! Was macht Marco? Henri. Bei Posten. Ey, was macht Neuer? Mbappé! Das ist kein Neuer, Bruder. Was für ein Neuer? Was für ein Neuer, Bruder. Was für ein Neuer, Bruder. Ja, ja. Ja, ja, hol raus. Oh mein Gott. Nee. Was nein, eigentlich? Nein. Du weißt, du kennst mich, Bruder. Wie du kennst mich. Ehrenlos. Hey, was für ehrenlos? Bombe Tor, Bruder, hä? Er versucht immer noch seine Flanken da. Mach mal weiter, Bruder. Einfach unverdient. Unverdient. Ja. Manchmal sollte man nicht groß reden, ne? So. Was machst du denn? Sagst du zum Jubel? Was ist das für ein Jubel, Bruder? Fest August, ich jubel im SPD, Bruder. Du bist doch immer derjenige, der nachdem wir aufgenommen haben, immer schreibt auf WhatsApp, Bruder, wie habe ich dich heute fertig gemacht? Ja, ne? Morgens, wenn ich aufstehe, ich sag, boah, ich hab heute. Ja, ich hab so fertig gemacht, Junge, du bist so schlafen gegangen. Warte mal kurz. Wer spielt denn da auf der linken Seite bei dir? Wer denn? Wie dieses Junior? Ja. Ja, den hatte ich auch, mein Freund. Aber mal keine Scheiße. Ich schwöre auf alles. Ah, Furki. Immer diese Betrüger, Junge. Betrügen immer. Du bist also, so. Du lügst. Ich hab kein Vinicius gehört. Oh mein Gott. Ich glaube, das hast du nicht gesagt. Was habe ich nicht gesagt? Hat Vinicius ein Tor gemacht? Hoffe nicht. Ansonsten, Digga, werde ich beerdigt in den Kommentaren. Ah, krass. Naja, okay, du hast ein Discard schon mal. Nein. Ich spiel einfach weiter. Du kannst einfach Gas geben mit Vinicius, kein Problem. Krass. Ich schwöre, es war nicht extra. Guck mal, Jungs. Ich habe mir auf dem Zettel geschrieben alles heute. Warte.
Namen, Marcelo. Er hat das doch niemals gesagt. Hat Vinicius ein Tor gemacht, Digga. Vinicius kann man wie bei Benzema. Ach, Digga, macht Sinn. Stimmt, wegen dreimal. Aber Bruder, ganz ehrlich, Vinicius hatte, glaube ich, 3 Ballkontakte in dem Spiel. Ich gucke jetzt, wie viele Ballkontakte er hatte. Für jeden Ballkontakt kriegst du einen Discard. Ich brauch keinen Discard, Muscat. Komm, wir spielen weiter einfach. Schön mal gucken, warte mal. Oder Vinicius hat. Oh, hat eine Torvorlage. Pfeif ab da! Komm, 3-2 hast gehört, einen Discard hat der Furki. Der Vinicius war sehr, sehr stark. Ja, wir gehen rein. Okay, dann 4-4-2 hattest du. Ja. Ich nehme mal den rechten Mittelfeldspieler. Rechts Mittelfeld, RM. Ja. Das ist der Tchouaméni, mein Freund. Den kann ich doch direkt. Den einfach weg, Digga. Ja. Den kann ich also, direkt abschluss. Digga, jetzt wollen wir echt keine Diskussions mehr machen. Ja, Jungs, also, das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben, checkt auf jeden Fall Furki aus. Bis dann raus. Ciao, ciao.